course you do. And nice. He's my friend. We don't leave friends behind. That's my vote. Gut gesprochen, Clem. Second thought, I think I'm gonna abstain. Lee? I've seen enough of Crawford to know that becoming like them is the beginning of the end. I vote Ben stays with us. What about the rest of us? Don't we get a say? Nein, Bully. Now can we go? Damn right. Vernon, come on. So ausgerechnet Bree auch die Tür festhält, ey. So much for the armory. What's left of it? A few rounds. That's it. You didn't close that door behind us? I couldn't. The lock was busted. Great. Just fucking great. Come on. There's gotta be a way out down here. Nach oben. Fuck! It's not gonna hold. Back upstairs! Lee, look! Kasse. Yay, schießen! Ich will schießen! Kriechen das jetzt hier raus. Hat gedauert. Schlecht, dass er den leicht schweren Mister geschafft hat. Schon wieder so einer. Okay. Come on! It's all right, Clem. I'm fine. Any way out of here? This leads to the roof. We might be able to find a way down from there. You didn't come into town from the railroad, did you? Yeah. Why? Never mind. I can see the sewer where we came in from here. I think we can do this. Well, what are we waiting for? Go, go! Yeah, come on, let's go! Warum läutet die Glocke von allein? Ach, da hängt einer. Ben. Hold on, Ben. I've got you. Ben, climb up. Come on, you can do it. There's no time. You have to go now. Fuck around, Ben. Come on. Let go, damn it. Get Clem and the others out of here. Nein. Nein. Nein, Kenny. Nein. Ben kommt mit. Lee, we both know. Ja, und du kommst mit. Let me go. Du kommst mit. Go!
lass dir da doch nicht sterben, ey. Es geht ab. Krista? Everything okay? Oh, me! Was mit ihm? Hold on. Is he dead? Krista, don't! Stay back! I never should have left you. I'm so sorry. Krista, get away from him. Er hat geschlafen. Back already? We got you medicine. Good. Feel like I could use some. Okay, kid? You look worse than I do. We almost didn't make it out of there because of this asshole. Should have left him behind when we had the chance. Mach komm, Kenny. What the hell happened out there? Let someone else tell you. I got work to do. Okay, with a little luck, you should start feeling better pretty soon. I'll stay here for a few more hours to check on him. Let me know if you need anything. Thanks, Doc. Yes, thank you so much. Maybe now's a good time for you and me to have a little talk in private. Listen, man, about what happened to Bree. Don't beat yourself up over it. There was nothing you could have done. Ja, was ist trotzdem scheiße? You want to know the worst part? What? I don't feel much. I mean, I don't feel enough. Shouldn't I be broken up over what happened to her? That's how I was when I lost my daughter. When I lost my friends in those first few weeks. But now, it's like I just take something like this in stride. Like this is what our world is now, and we'd better just get used to it. What did you want to talk to me about? I know you care about Clementine. Anyone can see that. And I know you want what's best for her. But this plan of yours, putting everyone on a boat with no destination, do you really think that's her best chance of finding somewhere where she can be safe? Because I don't. So I want to make you an offer. What kind of an offer? I'll take her off your hands, take her back with me, to my people. We're well supplied, well hidden, and a lot of us have had kids of our own. And now Crawford's fallen, we got nothing left to fear from them. She'll be safe with us. Safer than she will be if she stays with you, I promise you. That's what you want for her, isn't it? Be safe? I'm gonna pretend you didn't say any of this and give you a chance to walk away, which you ought to do right now. I know you think you're doing what's best for her. And if you were her real father, we wouldn't be having this conversation. But you're not. And staying with you is not what's best for her. If no one else around here will tell you that, then I will. Sind wir aber ihr Vater. That little girl's in my care. We've been through more together than you can imagine. Anyone who tries to get between me and her, anyone, is gonna wind up dead. You hear me? Take it. Your hands off me. Ich mag ihn nicht. Wir werden Clementine um jeden Preis beschützen, das ist klar. Somewhere? Yeah, I'm about to head out. I just wanted to say thanks for everything. It's been fun. What are you talking about? Kenny's working on the boat right now. Thought you were coming with us. God knows you earned it. Yeah, I've been thinking it over. It's not for me. Sounds like it'd be pretty crowded, and I never did like the water. You sure about this? I'm sure. I've always done better on my own, anyhow. Listen, I'm not much for goodbyes. Tell the others for me? Sure. You take care of yourself, Molly. You too, Lee. Oh, Mensch.
Molly war eine gute. And you be sure to take care of that little girl. You know she thinks the world of you. Ja, wir lieben sie auch über alles. Ain't nothing to do with luck. Molly hat's drauf. Sie wird uns alle überleben wahrscheinlich. Vielleicht sehen wir sie ja irgendwann nochmal wieder. Würde ich cool finden. Hey, Sweet Pea. Kenny's working on the boat. I know. What are we going to do after he fixes it? Where will we go? I don't know. We'll figure it out. We always do. Clem, honey, what's wrong? Is Ben going to be okay? He doesn't seem the same since he got back. Ben's a good kid. I think he's just feeling guilty about some of the decisions he's made. He's gotten a feeling like he's a burden on the rest of us. Before we leave tomorrow, will we have time to look for my parents? I'd like to, Clem, but I don't think we'll have time. We really shouldn't stay here any longer. It's not safe. I'm sorry, Clementine. I'm so sorry. Oh, Mensch. Hätten sie anlügen können, aber ich glaube nicht, dass, weiß ich nicht, ob es besser gemacht hätte. Jetzt geht er nicht weg. Geh zu ihr hin, nimm sie in den Arm, tröste sie ein bisschen. Er lässt das Walkie-Talkie bei ihr liegen. Nee, oh Gott sei Dank, ich dachte schon. Ich habe Angst vor dem Ding, vor dem Walkie-Talkie, echt. Clementine? Oh, sie ist eingeschlafen. Clem ist weg. Ich ahne Schlimmes. Clementine? Das Walkie-Talkie liegt da nicht mehr. Ja, super. Er merkt es nicht mal. Clementine? Clementine! Muss ich schon wieder suchen. Oh Gott. Oh, bitte nicht. Bitte nicht. Haben wir nicht schon genug durchgemacht? War bestimmt dieser komische Walkie-Talkie-Mann. Nein, 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 guck, guck, guck. Wurden gebissen. Ehrlich zu ihnen sein. Are you crazy? What are you doing out here? It ain't safe. Lee, where's Clementine? She's not in her room. Vernon ain't in the house either. What the hell is going on? Whose blood is that? It's mine. Scheiße. Oh my god. No way. No, no fucking way. There's no time to worry about me. Clementine's gone. There's no chance she just wandered off on her own? No. No way. Then who the hell took her? I don't know. Ja, Vernon ist weg, Clementine ist weg, also ne? Son of a bitch. Bleiben wir nicht viel Möglichkeiten. Wherever she is,
have to find her. Okay. What do you need from us? Clem may not have much time. We have a better chance of finding her if we all go together. Who's with me? We're all responsible for Clementine. And in your condition, you may not make it to her in time. She needs our help. All of our help. Damn right. We can't let you do this alone. So that's settled then. We'll look for Clementine together. Hell yeah. What are we waiting for? Thanks, you guys. I appreciate it. Really. You've always been there for me, Lee. Always had my back when it mattered. What kind of friend would I be if I wasn't there for you now? Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn Kenny uns nicht geholfen hätte. I'm with you to the end. You can count on me. What about you, Ben? Now hold on a minute. You're not really thinking about bringing him with us, are you? Ben, I'm sorry, but I need Kenny on this. Maybe you should stay with the boat. Okay, sure. Just don't fucking lay a finger on it, you hear? Okay, guys, we should go find Vernon. See if he took her. Let's head out. Are we okay just leaving the boat like this? With only Ben to look after it? What choice do we have? If anything has happened to that boat when I get back, I will fucking bury you in that backyard. Are we clear? Ich hab das Gefühl, die Folge sollte langsam zu Ende gehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt noch eine große Suchaktion kommt. Es kommt doch noch eine. Okay. Jetzt bin ich ja gespannt. Sie sind weg, scheiße. Where the hell are they? Looks like they got out of here in a hurry. Vernon, get out here! There doesn't have to be any trouble here. All I want is the girl. Give her back and nobody needs to get hurt. Da oben nicht noch einen Ausgang. Are you all right? Where are you? Vernon, you son of a bitch! Holy! Who is this? It's not Vernon, if that's what you're thinking. And you should really watch your tone. Clementine's fine. But if I were you, I'd choose my next words very carefully. Fortsetzung folgt, ja. Was für ein Cliffhanger, ey. Alter Schwede. Puh, Statistik. Der Junge auf dem Dachboden. Hast du den Jungen auf dem Dachboden? Tun 74% der Spieler haben ihn umgebracht. Achso, ganz am Anfang, ja. Naja, es ist irgendwie selbstverständlich gewesen. Hippokratischer Ei. Hast du Vernon belogen oder bedroht? 66% der Spieler waren rational und aufrichtig. Ja, sind wir. Wir sind so langweilig. Wir sind so Mainstream. Allein zu Hause. Hast du Clementine mitgenommen? 73% haben sie echt mitgenommen. Krass.
Hätte ich jetzt gar nicht so vermutet, weil es war ja doch auch ein bisschen gefährlich, sie mitzunehmen. Wenn die, wem die Stunde schlägt, hast du Ben in den Tod stürzen lassen. Und 66% der Spieler haben ihn aufs Dach gezogen, ja. Also es ist ja knapp die Mehrheit, zwar nur knapp, aber... Ne? Wobei, also ne, es ist nicht knapp die Mehrheit, was erzähle ich dann? Es ist aber... Ne? Das sind nur 16% mehr als die Hälfte, also... Naja, 16% mehr haben sich gut entschieden. Hast du... Nee. Zeigen des Biss, hast du der Gruppe den Biss gezeigt? 80% haben den Biss gezeigt. Ja, ich glaube, das ist aber auch vernünftig. Man muss schon ehrlich sein zu seiner Gruppe. Puh, ja, dann gucken wir mal, wie wir jetzt noch mehr gespoilert werden fürs nächste Mal. Bin ja gespannt. Okay, das ist neu. Wer begleitet Lee? Bei 13% sind's wir. Ach, wir haben... Ja, ich habe das irgendwie nicht richtig gesehen gehabt bei den Entscheidungen. Eigentlich wollte ich Ben auch mitnehmen. Das war mein Plan. Dann hätten wir zu den 16% gehört. Okay. 10% sind nur mit Ben. Wer geht nur mit Ben, bitteschön? Das finde ich ein bisschen unlogisch. Mit Ben und Kenny ist noch unlogischer eigentlich. 12%. Naja, gucken wir doch jetzt mal. Es gibt keinen Spoiler fürs nächste Mal? Ich bin verwirrt. Ich bin wirklich verwirrt. Ich weiß auch gar nicht, können wir das irgendwie abbrechen? Ich glaube nicht, ne? Ne. Ja, bleiben ja nur die Abschlussworte. Was soll ich sagen? Es war auch wieder eine sehr krasse, intensive Folge, definitiv. Ich bin froh, ehrlich gesagt, dass in Crawford doch alle tot waren. Ich hatte echt mehr Schiss vor den Lebenden. Mit den Walkern kann man meistens ja doch umgehen. Dass Lee jetzt gebissen wurde, ist jetzt scheiße gelaufen. Eigentlich hatten wir den ja gut im Griff. Deswegen hat es mich auch ein bisschen überrascht, dass er uns trotzdem gebissen hat. Naja, es ist halt noch die Frage, wie geht's weiter? Können wir Clem retten oder gehen wir vorher drauf? Oder was passiert, wenn wir uns verwandeln? Was ist dann mit Clem? Dann hat sie, naja, hoffentlich hat sie dann immer noch die anderen. Christa, Omid, Kenny, Ben. Na, ich weiß nicht, ob Ben so lange, Kenny das so lange mitmacht. Es ist echt krass. Das mit Bree fand ich auch ziemlich scheiße. Es tat mir echt leid, dass sie da noch gestorben ist. Und ich finde es natürlich sehr schade, dass Molly weg ist. Ich hätte Molly gerne dabei gehabt. Einfach, weil Molly so, wirklich so tough ist und sie ist ein Überlebenskünstler durch und durch. Überlebenskünstlerin, Entschuldigung. Gucken. Kommt's jetzt noch ein bisschen? Kriegen wir jetzt noch einen Spoiler, bitte? Nein, kein Spoiler. Schade. Ja gut. Das war die vierte Episode von The Walking Dead 1. Eine Episode bleibt uns noch. Das machen wir dann das nächste Mal. Und danach haben wir nur noch das DLC. Dieses 400 Tage, 400 Days Alive oder irgendwie so ähnlich heißt es. Und dann haben wir das erste Spiel von The Walking Dead auch schon bald durch. Ich bin echt gespannt, wie es sich noch, ja, was noch so alles passieren wird, wie es sich, ich komme das Wort nicht, es liegt mir auf der Zunge, wie sich noch alles so ergeben wird und was noch passiert und, ja, ich bin auch sehr gespannt, wer zum Schluss alles leben wird, wer alles tot sein wird. Ich meine, wir werden so oder so also irgendwann sterben. Das steht ja jetzt schon ziemlich fest. Ich hoffe nur, dass wir irgendwie Clem beschützen und retten können. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und dann sehen wir das nächste Mal mit Episode 5. Ciao, eure Kira.